Hallo Freunde, herzlich willkommen mal wieder bei Chris Hilton Potente Gesundheitsküche. Hallo Tim, grüß dich Maria. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar folgendes hat sich zugetragen. Der Tim hat in seinem Profil geschrieben, er möchte sich wieder bewusster ernähren und mehr Sport machen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, fragst ihn halt einmal so, vielleicht kannst du ja was für ihn kochen. Ne? Er hat gesagt, er würde gerne eine rote Linsensuppe essen und ich sage, Menschenskinder, man muss die Jugend ja unterstützen, ist klar. Ne? Deswegen machen wir heute eine rote Linsensuppe. So, ich werde danach das alles schön einfrieren und zu dir schicken, Tim, und du sagst mir dann, wie es dir geschmeckt hat. Wir brauchen im Mixer 250 ml Wasser. Wir brauchen zwei Karotten. Eine davon machen wir in kleine Stücke, die andere kommt in den Mixer. Wir brauchen ein gutes Stück Ingwer in den Mixer. Knoblauch, eine dicke fette Zehe in den Mixer. Wir brauchen eine Bio-Zitrone, von der Bio-Zitrone aber nur 3-4 Scheiben von der Schale. Und zwar achten, nicht zu tief schneiden, das Weiße muss auch der Zitrone bleiben, wir wollen nur das Gelbe haben. Wir brauchen eine Paprikaschote, da habe ich schon angefangen die zu schälen, eine dicke fette. Und zwar die Hälfte, richtig, in den Mixer und die andere Hälfte klein hacken. Dann brauchen wir zwei Lauchzwiebeln. Eine davon kommt in den Mixer, eine machen wir klein. Dann eine scharfe Peperoni, da habe ich jetzt eine mittelscharfe genommen. Wer es gern zünftiger mag, kann richtig scharfe nehmen und wer es ein bisschen milder mag, nimmt halt eine etwas weniger scharfe. Dann brauchen wir Instant-Gemüsebrühe, die wir schon zusammen gemacht haben. Für diejenigen, die noch nicht gemacht haben und noch die gekaufte benutzen, auch okay. Achtet nur ein bisschen drauf, wenn ihr hinterher nämlich Salz zugebt, dass es nicht zu salzig wird, weil in der Gemüsebrühe, die ihr kauft, ein Haufen Salz drin ist. Dann weißer Pfeffer, Kokosmilch und zum Schluss rote Linsen. Ich nehme eine halbe Packung, also 250 Gramm. Am Ende wird diese Portion für 2 bis 3 Personen reichen. Also entweder 2 echte Koffer, die richtig was wegputzen, oder 3 Personen, die normal essen. Und wenn weniger essen, dann schafft es sogar für 4. So, was ich jetzt mache, ich mache alles klein, putze erstmal alles und haue das, was ich gesagt habe, in den Mixer. Und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. Bis gleich. Wie konnte das passieren? Fragt man sich hinterher immer, wie konnte das passieren? Leute, ich habe was vergessen und zwar ganz was Wichtiges. Wir brauchen noch passierte Tomaten. Da müsst ihr bitte darauf achten, auf der Rückseite keine Emulgatoren und wenig Salz. Wir brauchen etwas Koriander und wir brauchen etwas Kurkuma. Habe ich ganz vergessen vor lauter Stress. So, wie ihr aber seht, habe ich in der Zwischenzeit schon alles geschält, liegt im Mixer. Hier sind die Sachen, die quasi so in die Suppe kommen. Und ich mix das jetzt erstmal ordentlich durch, bis es eine gescheite Brühe gibt. Den Mixer könnt ihr dann ruhig mal eine Minute laufen lassen wegen dem Ingwer, dass der richtig schön durchgequetscht wird. Ist klar, ne? So, jetzt packen wir das Kleingehackte. In den Topf. Da kommt schon ein ganz schönes Aroma zusammen. Dann packen wir die passierten Tomaten da rein. Dann packen wir das kleingeschnittene Gemüse da rein. Das kleingeschnittene. Ich habe gerade ein Stückchen Ingwer im Mund, deswegen kann ich schlecht sprechen. Ab und zu kaue ich ganz gerne mal so ein Stückchen Ingwer rum. Ist gut für die Mundflora. Aber jetzt den Ingwer nicht woanders hinstecken, weil er gut für die Flora ist, ist klar. Ne? Jetzt würzen wir den ganzen Spaß. Einen halben Teelöffel Kurkuma. Koriander können wir ein bisschen großzügiger sein. Dann nehmen wir 2 gehäufte. Weißer Pfeffer, nicht zu knapp. Salz, da müsst ihr jetzt aufpassen, dass er nicht zu viel Salz reintut, das ist aber klar, ne? Denn die Linsen, die ziehen von dem Wasser ganz schön was weg. So, und zum Schluss, was heißt zum Schluss, kommt ja noch was, machen wir nochmal unsere Instant-Gemüsebrühe, 2 gehäufte Teelöffel oder einen gehäuften Esslöffel. So,
bevor wir jetzt die Kokosmilch und die Linsen reintun, packen wir den Topf auf den Herd und machen wir erstmal richtig heiß. So Freunde, wenn die Suppe richtig heiß ist, dann können wir die Hälfte, also 250 Gramm von den Linsen reinpacken. Passt ja ganz genau. Und unsere Kokosmilch dazu. So, sie ist jetzt fertig geköchelt. Nach 20 Minuten, ich habe sie 20 Minuten köcheln lassen, obwohl die Linsen vorher trocken waren, also nicht aus der Dose, braucht ihr sie nicht einzuweichen, weil die sehr klein sind. Nach 20 Minuten sind die fertig. Oh, schau mal, seht ihr das, was da für ein Dampf rauskommt? Mal gleich mal schauen. Da kann man dann jetzt natürlich noch, weil die Linsen natürlich sehr viel Wasser aufgenommen haben, jetzt Wasser nacharbeiten. Aber mal schauen. Also Tim, ich glaube, die schmeckt dir und alle anderen hoffe ich beim Nachkochen, dass sie euch auch schmeckt. Man kann sie servieren, noch ein Häubchen Sahne oben drauf oder Creme Fraiche, dann sieht es ein bisschen angenehmer noch aus. Ansonsten danke fürs Zuschauen, viel Spaß und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!